Schauen Sie mal das hier. Sieht doch aus wie ein ganz normaler Handschuh, oder? Ein Handschuh, wie wir ihn trotz des Frühlingsbeginns morgen wohl noch eine ganze Weile brauchen können. Aber das ist kein ganz normaler Handschuh, eher eine Art Kommunikationsgerät, so ein bisschen James Bond-mäßig. Hier steckt nämlich Technik drin, die man in einem Handschuh definitiv nicht vermuten würde. Sie können ja mal mitraten, was sich hier drin verbirgt. In unserem Marktcheck Ding der Woche. Na, was haben wir denn da? Ein Handschuh. Ein Handschuh. Ein Handschuh. Ein Handschuh. Ein Handschuh. Messerscharf kombiniert. Ein Handschuh, aber nicht irgendeiner. Ja, damit kann man auf dem Touchscreen. Ja, genau. Für Musik? Massage. Massage? Auch eine schöne Idee. Mhm. Nein. Da ist was im Handschuh drin. Ist vielleicht irgendwie ein Hörgerät oder so. Gar nicht so schlecht, junger Mann. Aber dann kannst du gleich telefonieren mit. Genau, du nimmst ab und dann kannst du... Ganz genau. Ein Handschuh zum Telefonieren für schlappe 40 Euro. Und? Funktioniert's? Ja, tatsächlich. Das ist auch lustig. Wer ist denn da? Ja, wer ist denn da? Sind Sie das? Ja, das bin ich. Telefonier mit dem Handschuh. Hat die Mama nicht verstanden. Ich telefoniere mit einem Handschuh. Hey, ja, das funktioniert. Voll cool. Zumindest, wenn man weiß, wie man den Handschuh hinhält. Hallo? Nein, schauen Sie mal, so rum. Den kleinen, ja, den kleinen Finger zum Mund. Ja. So rum oder so rum? Nein, so rum. So? Ja. So. Ach, hier spricht man. Ja, ach, so. Ja, warum ist dann das ja völlig irreführend? Ja. Hallo? Nein, das ist kein Hörgerät. Den Daumen, ja. Den Daumen ins Ohr, genau. Ja. Ist das mit Bluetooth? Korrekt. Ach so. Der Handschuh wird per Funk mit dem eigenen Handy verbunden. Und schon kann man völlig unauffällig telefonieren. Sogar da, wo es verboten ist. Ich nehme lieber das. Hä? Was haben Sie denn gegen den Handschuh? Ja, was machen Sie im Sommer? Ist doch wurscht, jetzt ist Winter. Im Winter finde ich das gut, ja. Dann wird die Hand nicht kalt. Also ich würde mir ein bisschen dumm vorkommen, so immer zu telefonieren. Wenn es mehrere Leute haben, vielleicht ja, wird es ja ein Trend. Wie hat es bei mir am Anfang ausgesehen? Auch ziemlich bescheuert. Wie hat es ausgesehen, wenn man die ganze Zeit ein Headset im Kopf hatte? Auch bescheuert. Wieso nicht mit den Händen? Eben. Funktioniert, hält warm, sieht irgendwie fast cool aus. Unser Fazit? Ein echt gutes Ding der Woche. Witzig, oder? Wissen Sie Bescheid, wenn Sie demnächst Leute so rumlaufen sehen? Die telefonieren wirklich.